Willkommen, liebe Söldnerinnen und Söldner, hier ist wieder Bilbo der Söldner. Heute mal mit einem anderen Video. Ich habe nämlich meinen Helm etwas ummodelliert, weil ich halt schon gesehen habe, dass gewisse Mongolen hier wesentlich kürzere Ketten haben. Ich weiß es nicht, HMV-tauglich mit diesem Ding hier, muss es aber auch nicht. Ich habe ja den Torset bestellt gehabt und hier hinten dann mit einem Logo. Ich werde zum Schluss noch mal einblenden. Ich werde noch zwei Fotos machen, zwei, drei Fotos machen, wenn ich ihn anhab. Und von hinten und von vorne dann. Ja, hier haben wir immer noch die Stainless Steel Ketten dran. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es wesentlich günstiger ist, den Helm hier umzumodellieren, als mir einen neuen zu kaufen. Und effektiv, der andere wäre 4 oder 4,5 Kilo, tendenziell eher 4,5 Kilo gewesen. Und der ist jetzt 5,2 Kilogramm, also auch nicht mehr allzu schwer. Ich finde ihn unglaublich von der Beweglichkeit her. Also er ist sehr, sehr gut in der Rotation jetzt. Hier sieht man, das habe ich selber angenäht. Das sieht man halt ein bisschen, aber ihr seht, wie nahe man hin muss, dass man wirklich etwas sieht. Also nicht so schlimm. Auf der anderen Seite sieht man es gar nicht wegen Lichtverhältnisse. Ja, darunter ist natürlich immer noch mein Bar Grill, also mein Face Grill. Ja, und so sieht er momentan aus. Ich habe halt auch gemerkt, dass das hier kann jetzt kaum mehr wegkommen, weil es festgemacht ist. Und ich hatte Schildschläge mal gegen den Kopf bekommen, und zwar gegen diese obere Kante hier, und das schlug mir halt direkt in die Stirnplatte und dann recht schnell verwackt, also hat es eine extreme Bewegung im Gehirnbereich gegeben, oder ja, eine Bewegung auf jeden Fall dort, und mir wurde es recht schwummrig. Zum Glück wurde nicht voll zugehauen, sonst wären wahrscheinlich die Lichter ausgegangen und da ein bisschen zu Dings habe ich mir das gedacht, zuerst gedacht, und dann habe ich mir gedacht, hey komm, vom Look her sieht jetzt halt nicht mehr ganz so mongolisch aus. Aber das ist mir relativ wurscht, weil von oben habe ich halt immer noch wirklich gutes Ableitende. Dass man dann halt nicht. Ist nicht ganz so gut, weil der andere ganz rund ist. Aber es hat immer noch eine gewisse ableitende Funktion. Es ist immer noch 2 mm Stainless Steel. Wir haben mit einer Axt draufgehauen. Also ich werde jetzt noch eine Dowglaive kaufen. Die ist 1,6 Kilo. Ich glaube, das ist alles dann im ordentlichen Bereich. Kann ich auch mit bis und mit Langechsen, glaube ich, kämpfen. Wohlverstanden, Langechse bis 1,30, 1,40 etwa. Ja, die Seitenschläge werden jetzt vor allem nicht mehr von den Ketten genommen, sondern von den Stahlplatten darunter und diesem Wolle und Leine hier. Das gibt immer noch einen rechten Impact, aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Schlag abgeleitet wird, beziehungsweise von diesem großen oberen Ding genommen wird, ist relativ groß und das dämpft wirklich gut. Also da kannst du auch schön reinschlagen, da passiert nichts. Ich muss auch sagen, durch das Padding, durch das extreme gute Anti-Confuse-Padding von Master Ali, gibt es auch keine Probleme mit diesen Seitenschlägen. Ich habe auch viele gesehen, die dann die Kette wirklich unten dran weg haben. Und habe jetzt einen Helm von 6,5 Kilo mit dem auf 5,2 Kilogramm reduziert. Also überlegt euch auch mal, euch ein Gorget zuzutun, ein Titan-Gorget, und das hier zu machen, anstatt, also auch bei einem europäischen Helm. Und falls jetzt halt ich relativ weit ausstehendes gutes Padding habt, könnt ihr auch das lassen. Weil wichtig ist ja, dass an Hals nichts hinkommt. Und das ist hier ja der Fall. Ja, das war die Optimierung an meinem Helm, die ich vorgenommen habe. Irgendwie bin ich recht stolz auf mich, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut klappt. Habe mich zuerst da in der Mitte dann verschätzt gehabt mit dem Ring. Aber ich finde, er ist so jetzt ganz gut herausgekommen. Ich finde ihn auch so kampftauglicher. Klar, er ist nicht mehr ganz HMB-tauglich, aber ich habe halt viel gesehen. Vom wegen Rost ist verboten, E-Zungen sind verboten und. Und dann sehe ich immer wieder HMB-Kämpfer, die dagegen verstoßen.
Und da muss ich auch sagen, ja, also wenn die sich nicht selber an die Regeln halten, dann wäre, glaube ich, auch der Helm noch einigermaßen konform. Sichteinbußen habe ich sozusagen gar nichts, wirklich gar nichts, gar keine Sichteinbußen. Ich habe nur ein reduziertes Gewicht, was mir halt bei dem Helm wirklich, wirklich wichtig war. Ja, falls ihr das Ganze übrigens mal endlich nachstellen wollt, empfehle ich euch das Torsey definitiv im Verhältnis zum anderen. Die Problematik zum Battle Optimized ist natürlich, der Battle Optimized ist so schön rund, der leitet definitiv besser ab, könnt ihr das Torsey aber nicht mehr richtig anmachen und das hier ist bereits dran. Falls ich jetzt merke, dass diese Seitenschläge hier immer noch sehr stark sind, habe ich immer noch die Option, mir Gambeson-Material zu kaufen und dann hier drunter zu ziehen. Das könnte ich ja immer noch machen, das kann ich dann schön drunter legen und hier bis zu einem gewissen Ding vernähen, hinten fürs Symbol offen lassen und hier dann wieder das Gleiche. Ja, aber das wäre nur ich, wenn ich jetzt merke, hey Scheiße, das geht gar nicht. Gut, so viel zu meinem neuen Helm. Und falls ihr mich ein bisschen besser versteht, ich habe jetzt das Handy zum Filmen und mein Ansteckmikrofon. Jo, ich hoffe, das ist gut herausgekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und tschüss.